Foto, AFP-Foto Charles Lumodong. Spendenaufrufe setzen immer noch auf Schockbilder von abgemagerten Kindern oder Kriegsleid. Die Kritik daran wächst. Steckt hinter der guten Absicht eine böse Praxis? Ein Kommentar. Kong Yong ist tot. Wann und woran genau er starb, ist unklar. Details gibt es nur sehr wenige. Aber um Details geht es bei Kongs Geschichte auch nicht. Er selbst ist nur ein Detail einer Katastrophe. Der südafrikanische Fotojournalist Kevin Carter, der 1993 die verheerende Hungersnot im Sudan dokumentierte, hielt Kong anfangs für ein Mädchen, als er ihn entdeckte, zusammengekauert, von Hunger und Pein gezeichnet, hinter ihm ein Geier in lauer Stellung. Carter drückte auf den Auslöser und schoss den Geier und das kleine Mädchen, für das er mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde und das den Schrecken der sudanesischen Hungerkatastrophe für alle Welt verdeutlichte. Ein Bild, das bis heute ebenso schwer anzusehen wie zu vergessen ist. Kongs Geschichte ist eine von vielen. Auch Sherbat Gula, das afghanische Mädchen mit den grünen Augen, das der amerikanische Fotograf Steve McCurry 1984 in einem pakistanischen Flüchtlingscamp fotografierte, wurde zum Symbol des Kriegsleids und der Unschuld, die dieses zerstört. Bilder wie diese sind ein Versuch, die Komplexität des Krieges oder einer Hungersnot für Außenstehende auf das Wesentliche zu reduzieren, das menschliche Elend. Die Bilder sollen sich einbrennen, an das moralische Gewissen appellieren, zum Helfen bewegen. Doch steckt hinter der guten Absicht eine böse Praxis. Diese Diskussion hat sich fast schon als vorweihnachtliche Tradition etabliert. Wenn in der Zeit der Barmherzigkeit und Nächstenliebe Wohltätigkeitsorganisationen mit schockierenden Krisenbildern auf Spendesuche gehen, werden meist Rufe laut, die ihnen Ausnutzung der Leidtragenden und Verfälschung der Tatsachen vorwerfen. Oft geraten Prominente, die für einen medialen Spendeaufruf posieren, in die Kritik. Dieses Jahr traf es unter anderem den britischen Sänger Ed Sheeran und den Schauspieler Tom Hardy. Sheeran kümmert sich in einem britischen TV-Spot um Straßenkinder in Liberia. Hardy erzählt über die Hungersnot im Jemen und hinter ihm werden Schockbilder hungernder Kinder eingeblendet. Für sein Engagement wurde Sheeran vergangene Woche mit dem norwegischen Radiet-Preis bedacht, der jedes Jahr auf Charity-Kampagnen aufmerksam macht, die besonders stereotyp sind und Hilfsbedürftige zu hilflosen Opfern stilisieren. Die Kritik an den beiden TV-Spots reicht von Empathiemissbrauch bis zur Unterstellung neokolonialistischer Absichten. Verrückt. Doch in der Debatte steckt eine wichtige Frage: Wie darf menschliches Leid dargestellt werden? 1981, als Wohltätigkeitsorganisationen noch komplett auf den Schockeffekt setzten, prägte der dänische Entwicklungshelfer Jorgen Lissner den Begriff Poverty Porn, also Armutspornografie, um zu verdeutlichen, dass solche Bilder etwas offenbaren, das so intim ist wie unsere Sexualität, das Leid. Jedes Detail der Pein wird zur Schau gestellt, es grenzt an Macabre-Voyeurismus und verletzt das Individuum in seiner Würde, monieren Kritiker des Poverty-Porn. Die Ursachen für das Leid werden zudem oft nicht weiter erklärt.